kutsel van die dictators die opeens hun kans schoon ruiken en wat scheutig met hun gas omgaan. Die zelfs die naar immer zo eind gewezen. Ik kom net aan in het prachtige Oostenrijk op zoek naar wat medestanders. Maar dat zal er toch niet zo zwerig zijn. Hallo. Ja. Dr. Moons. Ja, ich weiß nicht gerade von welchem. Ja. Von welchem Sender sind Sie? Okay. Ich stehe hier in het Hof van de Leeuw van Moment, de FPE. En dit is een van de architecten van Nieuwe Orde, Dr. Graaf. Kunnen Sie mir sagen, was Sie tun und was Sie machen? Ja, was ich mache, ja. Kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also. Meine Aufgabe im österreichischen Parlament ist vornehmlich in der Wissenschaftspolitik und im Verfassungsausschuss tätig zu sein. Hier bin ich Mandatar für die Freiheitliche Partei. Können Sie das kurz machen? Ja. Hier bin ich Mandatar für die Freiheitliche Partei und bin Wissenschaftsausschussobmann im österreichischen Parlament. Ah, okay. Führen Sie auch ein Heim ins ein richtige Heim ins Reich-Politik? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir verstehen uns, ich habe es schon eingangs gesagt, als Österreich-patriotische Partei. Ja. Das heißt, wir wollen, dass es der Bevölkerung in Österreich gut geht, in den Grenzen, in denen sich Österreich derzeit befindet. Und das ist unsere politische Aufgabe. Aha, also türkische Österreichs in Türkei und die deutsche Österreichs in Österreich. Und was ist Ihr Traum? Vielleicht eine neue Anschluss mit Deutschland? Nein. Wie ein vereinigt Europa? Ist überhaupt nicht anstrebbar. Wir sind Mitglied und Teil der Europäischen Union und das ist unsere Heimat. Das ist Europa? Europa. Und Ordnung muss sein? In jeder Demokratie muss es auch eine Ordnung geben. Haben Sie vielleicht auch die Entlosung? Was heißt das? Entlosung? Eine Entlösung für alle Probleme. Haben Sie das? Wir haben für viele Probleme Vorschläge. Und wir glauben, dass unsere Vorschläge auch viele Probleme lösen. Mhm. Ob wir für alle Probleme eine Lösung haben, wage ich zu bezweifeln. Das Ausländerproblem ist in dem Sinn kein wirkliches Problem. Wir wollen natürlich nur, dass jemand legal in Österreich ist. Wir kämpfen natürlich gegen illegale Ausländer, die sich hier illegal aufhalten. Naja, die Schätzungen des bisherigen alten Innenministers gehen davon aus, dass es 100 bis 200.000 illegale Ausländer in Österreich gibt. Das ist ein Zustand, wo man sich im Rahmen der Integrationspolitik natürlich beschäftigen muss und wo wir sicherlich anstreben, dass die Illegalität in Österreich abnehmend ist. Und das Problem von Homophilität, wie finden Sie das? Was heißt das? Homosexualität. Schauen Sie, jeder erwachsene Mensch ist frei in seiner sexuellen Entfaltung. Da habe ich überhaupt kein Problem. Dort, wo ich ein Problem sehe, ist es, wenn es um unsere Kinder geht. Meine Meinung deckt sich da genau mit dem Jörg Haider. Wir wollen unsere Kinder vor Übergriffen schützen. Ich selbst bin heterosexuell und bleibe es auch. Ich bin homo. Sie sind homosexuell? Nein. Aber der Haider, der ist. Sie sagen, dass hier Homosexualität. Aber das ist ein Vorwurf, der überhaupt nicht stimmt. Nein? Und selbstverständlich nicht. Warum nicht? Weil ich das weiß. Ah, und warum wissen Sie das? Das ist bloß eine Agitation des politischen Gegners. Ja, ist alles, das ist die Energie in Österreich. Das müssen wir ausbannen. Schauen Sie. Das ist Politik. Man versucht natürlich den Gegner, den politischen Mitbewerber anzupatzen. Ja. Sollen das die Juden sein, die das gesagt haben? Das weiß ich nicht, woher das kommt. Und die FPÖ? Was ist das für eine Partei? Die FPÖ ist eine auf demokratischen Grundzeug aufgerichtete Partei, die sehr erfolgreich ist bei Wahlen in Österreich und die der Demokratie in Österreich ein Stück weit zum Durchbruch verholfen hat wieder. Ja. Und die Nazis, sind die froh?
Ich glaube, in Österreich gibt es viel, viel weniger Nazis als im restlichen Europa. Ich erinnere daran, dass in Schweden, gehen die Leute demonstrieren, nicht in Österreich. Mhm. Ich muss aber jetzt leider wieder zur Abstimmung gehen und es tut mir leid, aber... Ich habe eine Überraschung. Vielleicht können wir das zusammen machen. Jetzt ist es genug. Danke, das Interview ist beendet. Hallo, hallo. Nein. Hallo. Habt ihr eine Genehmigung zum Filmen? Ja, wo ist die? Sagst du mir die einmal? Ja, die Genehmigung. Eins, zwei! Ja. Können Sie das? Können Sie mir sagen, wie hast du auf die FPÖ gestimmt? Handen hoch von die FPÖ. Haben deine Eltern das gewusst, vielleicht? Oder haben sie das nicht gewusst? Und wissen sie es jetzt, vielleicht? Jetzt die Heider und damals die Hitler. Eins, zwei! Damals die Hitler und jetzt die Heider! Eins, zwei! Erinnern Sie mich noch! Ich bin wieder zurück! Und jetzt soll dich niemand das Land verlassen! Für noch keine 1000 Jahre! Wir wollen ein starkes Europa! In dem jedes Volk auf die Grundlage von Selbstbestimmung und seine ethnische Eigenheit bewahren kann! Und der Europa, eines ganzes Vaterland für uns alle! Wir wollen unsere eigene Heimat jetzt haben! Und alle Ausländer raus! Jetzt, heute und für immer! Zusammen und die Anschluss! Und alles ganz zusammen! Was wir wollen, das alle mal hier! Heute, jetzt, haben! Verstanden Sie das? Sich heilen! Was ist los? Was gehen Sie tun? Freunde fürs Leben. Hey! Bleib doch. Hä? Auf. Auf runter mit dem Fluss wieder. Ein Ausweis? Ja. Was Sie hier gemacht haben, ist verboten. Ja. Verboten? Ja. Warum? Das ist doch eine Demokratie, Österreich. Ja, stimmt schon, aber Sie haben den öffentlichen Anstand und die Ordnung verletzt. Ja, Ordnung muss sein. Ordnung muss sein, Das muss! Bieten, ja, dass Sie den Fußgängerverkehr hier nicht behindern. Nein, das ist mal das behindern Erste. Das Fußgängerverkehr. Ja, das Zweite ist auch den Straßenverkehr nicht. Ja. Da muss ich Sie auch darauf aufmerksam machen. Mhm. Und ich muss auch bitten, die Gesetze in Österreich zu achten. Das heißt, nicht laut zu schreien. Nein, ja? Nicht schreien. Speziell. Ja, aber Hitler, er schreit sehr laut, immer. Ja, wenn Sie laut schreien, dann werden Sie angezeigt. Und dann werde ich angesetzt. Dann werden Hitler. Sie angezeigt, wenn Sie laut schreien, werden Sie angezeigt. Eins, zwei, Heiler! Eins, zwei, die Hitler! Alles zusammen! Ein Reich